Mein Name ist Mirella Kuhn und ich arbeite beim Solinger Sportbund. Das Herzstück der Arbeit des Solinger Sportbundes ist das Projekt Sport Connection, das wir zusammen mit der Stadt Solingen auf die Beine gestellt haben. Dort ist es so, dass 10 Bundesfreiwilligendienstler zusammen in einem Tandem arbeiten. In einem Tandem bedeutet, einer ist immer jeweils geflüchtet und einer ist in Deutschland geboren. Sie arbeiten zusammen bei 5 verschiedenen Vereinen. Integrationsarbeit bedeutet in dem Fall, dass es Brückenbauer gibt. Brückenbauer zwischen dem Sportverein und den Menschen, die neu zugewandert sind nach Solingen. Genau diese Aufgabe übernehmen die Bundesfreiwilligendienstleistenden. So ist es möglich, dass sie miteinander Freundschaften eingegangen sind. Sie haben sich intensiv kennengelernt, sie haben diskutiert, wie das in den unterschiedlichen Heimatländern ist, warum es hier Geflüchtete gibt, wie es in ihren Ländern aussieht. Wie die Deutschen ticken, haben sie auch sehr genau kennengelernt. Sie haben eine Menge zusammen gelacht und neue Erfahrungen gemacht. Ja, mein Name ist Achim Böhm, bin 65 Jahre alt und mache auch in der Zeit schon 40 Jahre diese Übungsleiterausbildung für den Solinger Sportbund. Und das, was wir heute gesehen haben, war eine Lernerfolgskontrolle, eine Teilnehmerstunde, ein Stundenverlaufsplan von dem SEET, in dem er eine Stunde planen sollte und das Geplante umsetzen in die Praxis. 8, 9, 10. Super. SEET war eigentlich eine Stunde, in der er sehr gute Übungen hatte. Er hat es aber im Endeffekt sehr ungeordnet gezeigt. Wir müssen jetzt noch üben, dass er diese ungeordneten Übungen, methodische Einheiten in die richtige Reihenfolge bringt. Gut gemacht. Ich vergleiche diese Arbeit so wie auch mit der Behindertenarbeit bei mir in der Schule, dass Sport und Musik für mich die besten Säulen sind zur Integration. Mein Name ist Detlef Wagner, ich bin hier im Hause der Präsident des Solinger Sportbundes. Sport ist aus unserer Sicht die beste Möglichkeit, zueinander zu finden, denn Sport braucht keine Sprache. Die Stadt Solingen hat das Projekt nicht nur personell, sondern auch finanziell sehr stark unterstützt und damit auch ein Bekenntnis zur Integration geleistet. Das Projekt muss nicht nur weitergehen, sondern muss verstärkt werden. Das ist im Endeffekt aus unserer Sicht ganz, ganz wichtig, denn wir haben jetzt festgestellt und kennengelernt, wie positiv die Wirkungen auch auf die Flüchtlinge sind, die hier im Zusammenhang mit den Freunden die Sprache kennengelernt haben, die Integration kennengelernt haben. Da haben wir gesehen, wie man im Kleinen Integration bewirken kann. Denn im Endeffekt werden wir die Flüchtlinge in Zukunft als unsere Mitbürger, Mitbürgerinnen begrüßen und werden mit diesen Flüchtlingen auch unsere Zukunft gestalten. Und da ist es einfach wichtig für die Vereine, schon frühzeitig den ersten Schritt zu machen, um auch rechtzeitig die Möglichkeit zu haben, sich auf die Bedürfnisse und Wünsche der Flüchtlinge einzustellen.